Jonas, 11 Jahre, behauptet, ich erkenne mit verbundenen Augen 50 klassische Gerichte, die im Mixer püriert werden, und das besser als Mario Barth. Jonas und Mario spielen abwechselnd über 4 Runden. Dabei wird jeweils ein ausgewähltes Gericht im Studio direkt mit einem Mixer püriert und auf einem Probierlöffel serviert. Wer die meisten Gerichte richtig erkennt, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf, los geht's los. Jetzt darfst du die Brille aufsetzen. So, Johann, guck mal, das siehst du jetzt noch, was ich jetzt... Ich fange einfach mal hier vorne an. Mario, ich nehme jetzt mal hier einen Teller raus. Müssen wir aufpassen, dass mir nichts runterfällt, dann müssen wir es nicht mehr pürieren. Hm? Hm? So. Das Essen kann Spuren von Porzellan enthalten. Gut. Du kannst das so anfassen, warum muss ich denn hier... Er ja. ist Koch. Köche haben ja ein bisschen Übung. Und übrigens, wer heiß anfassen kann, kann heiß lieben. Wer heiß anfassen kann, kann heiß lieben? Ja. Hast also du nie Schatz. Gehört, oder? Nee, ich nehme ja teilweise auch Bleche bei 300 Grad selber raus. Marius, kannst du dir einmal angucken, wie das aussieht, wenn das hier püriert wird? Und es ist so ewig schade, weil das wissen viele Leute nicht. Püriert ist so schwierig. Und es sieht auf einmal ganz anders aus. So, guck mal. Ach, das ist ja... Njam, njam, njam. Jetzt braucht es ein bisschen Ruhe. Jonas, ich komme hier mit dem ersten Löffel. Hast du? Ja. Gut. Es wird natürlich erstmal gerochen. Kartoffelsalat, Würstchen, Senf. Das ist richtig. Oh, scheint zu deinem Lieblingsessen zu gehören. Erster Punkt für Jonas. Oh, da läuft dein Film, du, das ist ja wunderschön. Johann, du denkst doch nicht, dass ich jetzt auf einmal hier mit zum weiter hier mit dem Kochlappen rumlaufe, nach dem, was du hier erzählt hast. Ja, ich hatte den Eindruck vorhin. Es tut mir leid. Heute Abend bei Instagram. Kai nimmt die Pfanne selber aus der Hand. So, ich glaube, das kennt jeder. Guck mal, wir mixen hier auch ganz modern und nachhaltig elektrisch. Lieber grob oder fein, Herr? Barth ist mein Name, Barth, Herr Laffer, Barth. Ja, das weiß ich. Herr Laffer, Sie entscheiden, Sie sind Sternekoch. Ich bin Ihr Diener. Bitte sehr. Ich das Danke. Ding schon mal meiner Familie zu Hause. Grüße. So, Mario, Achtung, jetzt kommt der Löffel. Weihnachten seid ihr ohne... Ja. Ich sag nur so viel, kennste, ist lecker. Hm? Bitte sehr, Löffel, ja. Oh, weia. Alter, das ist schwer. Man kann sich nicht vorstellen. Man kann sich wirklich nicht vorstellen. Es ist so ein Unterschied, ob man etwas sieht. Ja. Also ich schmecke so ein bisschen, was, wenn da Ei dabei wäre. Was könnte es denn sein? Also Frankfurter Soße mit Ei und Kartoffeln. Aber wenn es der Herr Laffer gekocht hat, ich hätte ein bisschen mehr Kabel reingemacht. Okay, du sagst Ei mit grüner Soße und das ist richtig. Aber schmeckt richtig gut. Es ist sonst viel bitterer. Ja, danke. Guck mal, irgendein Unterschied. Es ist super schwer. Ja, aber also guck hier. Er hat einen Glücksbringer, ich habe keinen Glücksbringer. Hier, guck mal hier. Oh, das ist schwer. Das hier. Das ist gut, oder? Das ist gut. Dankeschön. Vielleicht kannst du nur die Hälfte pürieren, ich nehme den Rest.
Was ist so? Gibt's einen Strohhalm dazu? Aus Pappe. Boah, sieht das lecker. Schau mal, wie lecker das aussieht. Ah. Wahnsinn. Meine Damen und Herren, das hat Johann Lafer püriert. Ja, das ist eine ganz andere Pürierart. Genau. Das ist ja die Pürierer-Maschine, püriert ja nicht, wie sie will. So, Jonas, hier. Da ist es. Jonas, erster Eindruck? Hack, Rind. Also Hack, Fleisch. Hackfleisch, okay. Und sonst so? Fruchtig süß. Mhm. Köttbullar? Köttbullar ist richtig! Geiler Typ! Sehr gut, zweiter Punkt für Jonas. Wie gesagt, ich bin in der Küche groß geworden. Ich auch. Der ist richtig heiß, der Teller. Aber ich kann jetzt natürlich kein... Zieh durch, Kai, zieh durch. Die Frauen der Welt gucken zu, die wissen danach, was du für ein heißer Liebhaber bist. Ja, ich höre das. Hm? Ich komme mir gerade vor, als ob ich meinen Zivildienst nachhole. Danke, Herr Blaume. Danke, Herr Blaume. Ah. Ah, echt, ja, echt? Hast du püriert? Ah. Respekt. Hm? Oh. Aha. Wenn du zusammenkaust, spürst du die Textur. Ich würde sagen, es ist eine Rinderroulade mit Rotkohl und Klöße oder es ist Gänsebraten-Rotkohl-Klöße. Die beiden, die sind aber auch fast ähnlich. Die Soße ist eine Wucht. Die Soße ist eine Wucht. Was ist es? Gänsebraten, Rotkohl, Klöße. Nein? Rotkohl stimmt. Ah, ist das die Rinderroulade? Es ist rheinischer Sauerbraten mit Rotkohl und Klöße. Ah! Mist! Das war die dritte Option. Wirklich? Naja. Bohren wir nicht länger da in der Aber gut, Runde. Ich habe zwei Löffel Essen gegessen vom Lafer. Kostet trotzdem Vermögen. Kannst du zwischendurch auch ein bisschen. Rheinischer Sauerbraten. Ihr seid auch fies. Guck mal, jetzt versuchen wir uns mal. Versuchen wir uns mal an dem hier. Das hier. Rheinischer Sauerbraten. Oh, wenn Sie das riechen könnten. Nicht mein Gericht, aber gut. Was? Das bin ich nur. Also, wenn du jetzt irgendwas riechst, dann. Dann ist was mit Pflaume. Das ist aber die nächste Sendung dann, dass du beim Pürieren am Geruch erreizt, weil er püriert. Mhm. Aber dann bin ich raus. Wollt ihr probieren? Wollt ihr probieren? Ja. Nein. Ja. Ganz feine. Machen wir aber die. Ach so, du weißt es ja schon. Schade. Oh.
Dankeschön. Wir geben Vincent hier 3 Löffel mit, nur dass die auch bei euch ankommen. So, Jonas, ich bin bei dir. Ja? Fischstäbchen. Mit? Spinat. Fischstäbchen mit Spinat? Das stimmt. Junge, Junge, Junge. Sehr, sehr gut. Respekt. Absolut feinsten Geschmacks. So, Brille auf. Es kann losgehen. Ist irgendwas, was du gar nicht magst? Ich esse gar keine Innereien. Nee. Ich wüsste auch nicht, warum. Da esse ich lieber Nudeln. Machst du Innereien, Johann? Machst du so Innereien? Ja, sehr gerne. Isst du die auch? Ja, freilich. So Nierchen und Lunge und so? Ich koch sie auch. Ach, das ist selbst dir zu heiß, ja? Tut mir leid. Mir hat's nichts ausgemacht. War gut? Warte, du kannst gleich noch was mitnehmen. Ja, ja, klar. Bitte sehr, die Optik. Ah. Ja, sehr schön. So, danke. Achtung, Mario. Kommt. So. Also die Gerichte sind alle warm. Ne? Die hat Johann Lafer wirklich direkt vor dem Duell gekocht. Und dann haben wir sie direkt hier in die Vitrine gestellt. Hast du mal im Service gearbeitet, Vincent? Ja. 2 Jahre Restaurantleiter in München. Restaurantleiter sogar, der feine Herr. Gibt's das Restaurant noch? Tatsächlich nicht mehr. Aber das war nach meiner Zeit. Lecker. Ich glaube, ich würde es mir nie bestellen. Ich würde, am Geruch würde ich sagen, da ist Spinat drin. Was kann es dann sein? Ich würde sagen Spinatlasagne. Das ist richtig! Jawohl! Nicht deins? Was ist denn daran nicht deins? Ich habe, glaube ich, wenn was püriert ist, habe ich schon ein großes Problem mit. Ja. Aber ist jetzt nicht irgendwie speziell aber Spinat? Spinat mag ich gerne, aber diese Kombi aus. Sprichst du aus? Ist ja gut. So, Brille auf. Vincent, du bist hier. Ja? Das ist der bessere Platz als da. Ja, auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Wie viel müssen wir noch? Das wollte ich eigentlich für Mario aufheben, aber so gemein bin ich nicht. Ah, mag ich gern. Ja? Schade. Vor allem der Mixer ist cool, da ist gar kein, da ist kein Akku, ja? Ist kabellos. Ja. Kabellos. Klimaneutral. Geht über WLAN. Hm? Also. Ja. Mario, ich sag dir jetzt schon, Mario, wenn das hier gut Schade, läuft. Ich bin ein bisschen neidisch, aber gut, gib's ihm. Ich zieh jetzt alle Register. Ja? Mein. Hofft natürlich, dass er vorhin nach seinem Gänsebraten-Fauxpas. Ja, nee, auf rheinischer Sauerbraten ist auch so wahnsinnig weit weg. Mit Rotkohl und Klöße, Gänsebraten, Rotkohl und Klöße. Jetzt geht's dir so wie mir gerade. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ist es Leber? Kann man nicht sagen. Ja, du kannst es, du musst tippen, was es ist. Ja, Leber. Mit was?
Leber Berliner Art. Das ist richtig. Ja. Magst du nicht, oder was? Super. Schmeckt nach Kotze. Oh. Hey Jonas, 100%. Wir sind 100% bei dir. Also ich muss dir sagen, das ist für mich das größte Kompliment, das ich jemals bekommen habe. Ich würde schon noch. Leber, du willst Leber? Du isst Leber? Alter, ey, bis jetzt warst du echt. Ich wusste ja nicht, was das ist. Ich habe gerade eben noch zu Hause angerufen und gesagt, der Vincent, du, der ist netter. Jetzt ist der Leber. Jetzt muss ich alle wieder von Facebook runternehmen. Ey, Leber ist. Oh. Also Leber, wer Leber isst. Warte, warte, ist warte, warte. Ich hab eine super Idee. Ich hätte auch eine. Hier. Oh ja, hier, hier. Warum ist das so lustig? Lecker. Sah so schön aus. So. Bis man da bei den Austern die Schalen klein hat, das dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen. Aber ich muss sagen, die Optik ist wirklich sensationell. Ja. Guck mal. Ich wünsche allen schon mal frohe Weihnachten morgen. Bitte sehr. Dankeschön. Du musst ja irgendwas Fieses sehen. Soll ich alle waschen? Nee, ich hab was. Gar nicht. Kennst mich doch. Also für mich wäre das ja leicht. Das wagt ihr wirklich? Echt? Was? Ich dachte, so ein bisschen Fairness gibt's doch im deutschen Fernsehen. Boah, ja, ihr Assi. Und was ist es? Das Gänsebraten runtergelöst, da kann es sein. Komm rein, komm rein, Jonas. Danke erstmal fürs Kommen. Wir haben einen Sieger im pürierte Gerichte-Duell. Und das ist Jonas. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.